Hallo, hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt's Amazon-Dupes für euch. Ich war super fleißig, habe alles Mögliche aus meinem Schminktisch rausgeholt, hab geswatcht und habe tatsächlich ganz, ganz tolle Schätze entdeckt. Wer von uns spart nicht gerne Geld, ja, wenn man im Endeffekt eigentlich so gut wie gar keinen Unterschied erkennen kann? Ich denke, wir alle. Und ihr könnt euch wirklich freuen, ich habe ganz, ganz wunderbare Sachen entdeckt. Ansonsten habe ich auch noch eine kleine Überraschung für euch. Ich hoffe, ihr freut euch. Mehr dazu im Anschluss. Und meine beiden Freundinnen, und zwar die liebe Kim und die liebe Gözde, die haben heute auch noch Dupes für euch. Die Kanäle verlinke ich euch unten in der Infobox, aber ich erinnere euch dann am Ende meines Videos nochmal an meine Mädels. Ich bin schon super gespannt, was sie vorstellen werden. Also ein bisschen was haben sie mir schon verraten, aber noch nicht alles. Ich wollte mich überraschen lassen. Das schaue ich mir dann selbst auch noch im Anschluss an. Ich habe ganz viel im Bereich Beauty, Lifestyle und auch ein bisschen was für den Haushalt. Und ich würde sagen, das war ein langes Intro. Wir starten durch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und los geht's. Und zwar bin ich total aufgeregt. Ich habe nämlich was super Cooles entdeckt. Die Lippenstifte sind ganz, ganz neu und deshalb habe ich sie noch überhaupt nicht auf YouTube entdeckt, also diesen Dupe. Und zwar geht's zum einen um Flat Out Fabulous, den liebe ich total, und zwar ist der von MAC. Der kostet 21,50 Euro, richtig viel Geld, den habe ich sogar doppelt, den habe ich mir mal mitnehmen lassen, noch vom Flughafen, da war er ein wenig günstiger. Jetzt habe ich das Dupe dazu entdeckt, und zwar ein neuer Lippenstift von L'Oreal. Die sind ja ganz, ganz neu, diese matten Lippenstifte, und zwar die 472, und der ist halt knallhart identisch. Wie krass ist das bitte? Und der hier kostet also 8 bis 10 Euro. Jedenfalls richtig, richtig cool. Ich bin so, so stolz, dass ich das entdeckt habe. Und das war noch nicht alles. Ich habe noch einen Dupe zu einem MAC Lippenstift entdeckt. Und zwar liebe ich auch für den Alltag, weil das ist jetzt nicht so die Alltagsfarbe, ne? Flat Out Fabulous. Jedenfalls den hier von MAC, Bombshell nennt er sich. Und der ist wirklich ideal für den Alltag, auch 21,50 Euro. Das ist eine richtig schöne Farbe, eine eher dezentere Farbe. Und dazu den Dupe, auch von L'Oreal, und zwar die 256. Ich finde das so heftig, ja. Wer sieht da bitte einen Unterschied? Also, da gibt es keinen Unterschied. Nur vom Preis her. Auch der hier, ich glaube, 7 bis 10 Euro. Und der, wie gesagt, 21,50 Euro. Machen wir mit Lidschatten weiter. Und zwar habe ich mir vor vielen, vielen Jahren die Naked Basic Palette zugelegt. Für über 30 Euro von Urban Decay. Ihr könnt schon sehen, das sind ganz neutrale Farben, eben Basic-Farben. Die allerselben Farben habe ich in meiner Luvia-Palette wiedergefunden. Und zwar sieht die Palette so aus. Die habe ich euch schon ganz oft vorgestellt. Ich liebe sie, ich liebe diese matten Töne. Und ihr habt, wie gesagt, die allerselben Farben mit dabei aus der Naked-Palette. Allerdings ist die Luvia-Palette deutlich günstiger, eben auf Amazon. Und ihr habt eine größere Farbauswahl, eine viel, viel bessere Pigmentierung, was ich nie gedacht hätte. Aber die Naked-Palette, die gibt kaum Farbe ab. Und bei der hier habt ihr wirklich schöne, satte Töne, eben matte Töne, und ich liebe sie. Außerdem ist das Packaging einfach wunderschön von Luvia. Das wisst ihr ja, wie gesagt, ich habe euch das schon öfters gezeigt und ihr könnt auf jeden Fall deutlich Geld sparen. So viel zu der Palette. Ansonsten habe ich noch eine Palette, die ich euch gerne zeigen möchte, und da kommen wir dann auch schon zur Verlosung. Und zwar habe ich mir von MAC einen Lidschatten zugelegt vor, ja, einiger Zeit. Und zwar hatte ich mir dann auch dieses Teil hier dazu gekauft, ne? Diese Refill-Geschichte. Der nennt sich Beauty Market A36. Und diese Lidschatten hier von MAC, der kostet einer 15 Euro. Und ich habe die identische Farbe hier in meiner Make-up Revolution Palette wiedergefunden. Und zwar ist es dieser Ton hier, der letzte. Für mein Augenlid nicht so ideal, das sieht nicht ganz so schön aus, aber ich mache mir das immer hier unten an den Wimpernkranz zu besonderen Anlässen, und ich finde, es ist wirklich die identische Farbe. Es ist so krass. Und diese Palette hier kostet halt gerade mal 10 Euro, ne? Diese Palette hier habe ich auch für euch, das ist eben die Überraschung, die habe ich ganz neu gekauft. Es war so
mit einer meiner ersten Paletten, muss ich dazu sagen. Und ich verwende die immer wieder. Ihr könnt es ja sehen, wie abgekrabbelt die aussieht. Und ich liebe sie wirklich. Und deshalb hier heute für euch. Ich habe in meiner anderen Luvia-Palette, und zwar diese hier, so sieht die aus, Endless Nude Shades Volume 1 nennt die sich, Rose Golden Eyeshadow Palette. Gott, die sind so schön von Luvia. Habe ich den allerselben Ton entdeckt. Und zwar diesen hier. Ist das nicht krass? Diese Palette hier ist auch wunderschön und wie gesagt, mit 24,99 Euro habt ihr so, so tolle Farben. Eine wunderschöne Palette zu Hause. Kommen wir zu einem Highlighter, einem High-End-Highlighter von Becker. Moonstone nennt er sich, den habe ich mir vor circa 5 Jahren gekauft. 40 Euro habe ich dafür bezahlt oder sogar etwas mehr. Ich habe das Dupe dazu gefunden und zwar von L'Oreal, diese ganz, ganz neue Palette. Die gibt es seit kurzem erst zu kaufen in der Drogerie für 14,99 Euro, der Wahnsinn. Ihr habt hier 4 Farben. Und dieser Farbton hier ist das Dupe zu dem Becker Highlighter Moonstone. Ich musste vor ein paar Tagen ein bisschen schmunzeln, als ich mir das Video von Hatice Schmidt angeschaut habe. Ganz kurz mal Klammer auf. Und zwar meinte sie, sie hätte Becker nach Deutschland gebracht, also als YouTuberin, Influencer. Und ich muss sagen, da kannte ich damals Hatice Schmidt noch gar nicht. Fand das ein bisschen witzig. Steffi hat mir das bei Sephora gekauft in Paris. Da ist man nämlich noch sehr, sehr schwer an diese Dinge hier rangekommen, weil es da eben noch kein Sephora hier gab. Und mit Internet und so weiter, mit Zoll, das war alles ein bisschen schwierig. Und wie gesagt, ich habe den schon einige Jahre hier bei mir in meinem Schrank. Ihr könnt es sehen, ich habe den auch wirklich fleißig verwendet. Ich habe Hit the Pan. Ich liebe den wirklich sehr, aber so viel Geld, wenn man so eine tolle Palette auch kaufen kann, ja, muss man sich überlegen, denn man sieht wirklich keinen Unterschied auf der Haut. Hatice Schmidt ist natürlich die Make-up-Queen. Sie kennt sich wirklich super gut aus, überhaupt keine Frage. Aber wie gesagt, ich fand das irgendwie so ein bisschen witzig, weil ich das Produkt eben schon so viele Jahre in meinem Schrank habe. Machen wir weiter mit einem High-End-Produkt, das mir übrigens auch die Steffi mitgebracht hat damals von Sephora. Ich hatte euch damals auch ein Video dazu abgedreht. Und zwar von Too Faced, diesen Bronzer hier, Chocolate Soleil. Wenn ihr den aufmacht, der duftet so, so gut. Aber auch dieser hier hat über 40 Euro gekostet, was wirklich eine Stange Geld ist. Und wenn ihr Geld sparen wollt, dann legt euch diese Palette hier zu von Luvia. Und zwar sieht die so aus. Ihr habt ganz, ganz viele Bronzer und dieser Farbton hier kommt dem von Too Faced wirklich sehr, sehr nahe. Zumindest auf meiner Haut sehe ich überhaupt keinen Unterschied. Und diese Palette hier kostet tatsächlich nur 19,99 Euro, was wirklich eine heftige Ersparnis ist. Und das Coole ist, dass ich diese Palette hier auch als Lidschatten verwende. Also doppelt einsetzbar. Wenn ihr noch mehr Geld sparen wollt, dann könnt ihr euch auch diese Palette hier anschauen. Und zwar aus der Drogerie von Trend It Up. Ich finde, der Farbton hier gemischt mit dem, kommt dem von Too Faced auch wieder sehr, sehr nahe. Zumindest auf meiner Haut sehe ich überhaupt keinen Unterschied. Die sind sogar viel schöner, also die sind so schön butterig. Ich bin vorhin extra nochmal mit dem Finger reingegangen. Und der hier, der gibt wirklich sehr, sehr schlecht Farbe ab. Also der teure High-End, ja. Also, falls ihr wirklich noch mehr Geld sparen wollt, dann schaut euch diese Palette an. Ich glaube, die kostet 6, 7 Euro. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Ich habe die schon eine ganze Weile. Soviel zum Thema Bronzer. Ich verlinke euch übrigens alle Produkte unten in der Infobox. Ihr könnt zum größten Teil alles auf Amazon tatsächlich finden. Sowie dieses Schätzchen hier. Zum Thema Lifestyle. Und zwar liegt mir das sehr am Herzen. Das haben mir meine Kinder zum Muttertag geschenkt. Und zwar ist es so, dass ich auf der Hermes-Seite war, ein bisschen geschaut habe, ein bisschen gestöbert habe und ich tatsächlich nichts von der Firma habe. Es ist ja eine richtig krasse High-End-Marke. Und zwar steht da H drauf. Könnte man für Heidi nehmen oder Hermes. Es ist nicht identisch, es ist nicht gleich, sonst wäre es ja eine Kopie. Es ist sozusagen ein Dupe. Ich finde es wunderschön. Ich wollte es euch heute in diesem Video zeigen, weil es eben von Amazon ist und weil meine Kinder sich dazu Gedanken gemacht haben, weil sie eben gesehen haben, auf welcher Seite ich war.
also auf der MS-Seite. Okay, so viel dazu. Dann machen wir weiter mit einem Kettchen. Da habt ihr mich drauf gebracht. Und zwar haben mir ganz, ganz viele in die Kommentare geschrieben, wie schön denn mein Tiffany-Kettchen wäre. Und zwar dieses hier. Ich habe mir gedacht, ja, ihr habt recht. Es kommt dem Tiffany-Kettchen tatsächlich sehr, sehr nahe. Allein schon diese Kette mit diesen Kugeln. Dann hier diese Öffnung, wo das so reingemacht wird. Es steht natürlich nicht Tiffany drauf. Man kann sich das gravieren lassen, und zwar ist das von Mein Punkt. Habe ich euch schon ganz oft gezeigt, habe ich auch in Silber, allerdings einen Ticken länger. Da habe ich mir auch was drauf gravieren lassen, natürlich nicht Tiffany, aber wenn man das so anhat, dann sieht man ja nicht, ob das graviert ist. Jedenfalls ist es, wie gesagt, von Mein Punkt. Gibt es auch auf Amazon, habe ich gesehen, die Firma Mein Punkt. Allerdings würde ich euch empfehlen, direkt dort was zu bestellen, falls euch irgendwas gefällt, denn ich habe einen Rabattcode für euch. Den könnt ihr anwenden und der gilt bei Amazon nicht. Das ist keine Produktplatzierung, ich bekomme dafür kein Geld, aber ich habe gedacht, es sollte schon mit in dieses Video, denn es ist tatsächlich sozusagen ein Dupe. Da habt ihr mich drauf gebracht. Die Kette hier ist natürlich deutlich günstiger als das Original. Falls euch sowas interessiert, dann schaut mal unten in die Infobox. Ich schreibe euch meinen Rabattcode unten rein, beziehungsweise verlinke euch die Mein-Punkt-Seite. Machen wir weiter mit einem Produkt. Bevor wir zu einem richtig krassen Haushaltsprodukt kommen, zu einer anderen Kleinigkeit, hatte ich euch auch schon mal in einem Vlog gezeigt. Und zwar ist es eher für Kinder, für Jugendliche. Der Max hat sich das für die Chill-Out-Lounge gekauft. Und zwar ist es eine Disco-Kugel, die es eben bei Amazon auch zu kaufen gibt. Das Dupe dazu habe ich von Philips gesehen, das kostet 60 Euro und das, was der Max sich bestellt hat, 13,99 Euro. Ihr habt das auch total gefeiert, als ich euch das im Vlog gezeigt habe. Jetzt gerade kann ich es euch nicht in der Hand zeigen, denn der Max ist zu einem Festival gefahren mit unserem VW-Bus und hat es mitgenommen. Ich habe echt gedacht, ich spinne, als ich ihn angerufen habe. Ich habe ihn nämlich gefragt, wo das Teil ist. Ich möchte es gern zeigen. Dann hat er gesagt, das hat er dabei. Also gut, deswegen blende ich es euch ein. Richtig, richtig cool, falls ihr auch Kinder habt oder Jugendliche. Und zwar ist es bei der Disco Kugel so, dass quasi das Licht erscheint, wie der Ton ist. Okay, das war gerade nicht deutsch, aber ich denke, ihr habt verstanden, wie ich es meine. Richtig, richtig cool, ideal wirklich für jede Party zum 30. Geburtstag, zum 40. oder wann auch immer. Karaoke zum Beispiel oder wenn ihr einfach nur Freunde da habt. Also der Max feiert es und deshalb heute in diesem Video, wie gesagt, das Original von Philips, das kostet 60 Euro und es macht auch nichts anderes. Jetzt zum letzten Produkt und zwar das absolute Highlight für mich. Ich habe lang recherchiert, der Max hat mir dabei geholfen und zwar habe ich meiner Mama zu Weihnachten einen Staubsaugroboter geschenkt. Habe ich euch auch in meinem Geschenketipp-Video gezeigt. Erst dachte ich, meine Mama findet es doof, die feiert dieses Teil, ja. Und ich habe mir jetzt auch einen zugelegt. Allerdings hatte ich noch zwei andere hier zu Hause, um einfach mal zu schauen, welcher besser ist, auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Und ich habe jetzt einen gefunden und bin total glücklich. Ihr wolltet auch meine Meinung dazu hören und deshalb heute in diesem Video. Und zwar hatte ich davor einen, der eine andere Form hatte. Der hat über 600 Euro gekostet, den haben wir wieder zurückgeschickt, weil der nix war. Dann habe ich mir einen von Vorwerk kommen lassen. Der kostet ja um die 800 Euro. Wenn er im Angebot ist, kostet er, glaube ich, 750. Allerdings habe ich jetzt den perfekten gefunden, denn ich habe zu dem Vorwerk keinen Unterschied gesehen. Der Vorwerk, der war hier zwei Tage. Man kann sich den nämlich bringen lassen von einem Mitarbeiter, kann den testen und kann dann eben entscheiden, ob man den möchte. Ich habe mich jetzt letztendlich für diesen hier entschieden. Den hat der Max mir auf Amazon bestellt. Der ist im Angebot. Also deutlich günstiger als der von Vorwerk und ich kann keinen Unterschied erkennen. Also es ist so, wenn die Batterie bei dem leer ist, fährt er zu seiner Ladestation. Wenn der fertig ist mit Saugen, fährt er zu seiner Ladestation. Man kann den hier hochheben, genauso wie den Vorwerk. Man kann den ganz genauso entleeren. Die Form ist halt anders und bei dem Vorwerk ist halt der Unterschied, dass der Linien fährt. Das ist so für mich der einzige Unterschied, den ich feststellen konnte. Und zack, da war der Akku leer. Es hat jetzt eine Weile gedauert. Deshalb
ist jetzt hier ein anderes Licht. Sorry dafür. Also nochmal ganz kurz zurück zu meinem Staubsaugroboter. Für mich ist es eine enorme Arbeitserleichterung, gerade weil er eben auch zum Beispiel unterm Sofa saugt. Und deshalb ist es mir ganz egal, wie er fährt. Und vom Preis her ist er, wie gesagt, deutlich günstiger als der Vorwerk. Es gibt natürlich auch noch günstigere, gar keine Frage, gerade auf Amazon. Der für meine Mama hat an Weihnachten, 350 € gekostet und meine Mama liebt ihn. Der Max hat sich halt dazu sämtliche Rezensionen durchgelesen und er hat eben super gut abgeschlossen, weil er jetzt eben im Angebot ist, haben wir zugeschlagen. Okay, meine Lieben, so viel dazu. Denkt noch an die Verlosung, falls ihr gewinnen wollt. Alle Teilnahmebedingungen schreibe ich euch unten in die Infobox und schaut jetzt unbedingt noch bei meinen Mädels vorbei. Verlinke ich euch beide, wie gesagt, auch noch mal unten in der Infobox. Die wird richtig voll diesmal. Schaut unbedingt bei ihnen vorbei. Hinterlasst ihnen liebe Grüße. Ich hoffe, dass ihr mit diesem Video Spaß hattet und dass es euch gefallen hat. Jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!